Heute wagen wir was Neues. Heute geht's um Flugangst. Und zwar um den Gegensatz zwischen Reiselust, Abenteuerlust und Flugangst. Wie man beides haben kann und wie man da durchkommt. Ganz spannend, heute hier im Tumals Podcast. Hey, hallo und herzlich willkommen im True Miles Podcast mit Kai Berke und mir, Wolfram Kläger. Hier geht es ums Reisen und zwar um großartige Reisen, das so günstig wie möglich. In diesem Podcast lernst du, wie das funktioniert mit Business und First Class, wie du am besten Meilen sammelst, Prämienflüge bekommst und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Auf geht's! Was haben Heidi Klum, Jennifer Aniston, Ben Affleck und sogar Captain Kirk, falls sich jemand noch erinnert, der William Shatner hat das gespielt. Was haben die alle gemeinsam? Die haben tatsächlich alle Flugangst. Und die Liste lässt sich endlos verlängern von Prominenten, von denen bekannt ist, dass sie Flugangst haben. Und von Prominenten weiß man ja auch, dass die wirklich viel fliegen, wahrscheinlich. Schätzungen zufolge leiden 16% der Deutschen unter Flugangst. Weitere 22% spüren beim Betreten eines Flugzeugs ein ausgeprägtes Unbehagen. Die Symptome reichen von leichter Nervosität beim Betreten eines Flugzeugs bis zu realen Panikattacken schon beim Betreten des Flughafens. Das Ganze nennt sich Aviophobie wissenschaftlich. Wir haben heute auch eine Betroffene, die zu Wort kommt. Ich bin schon oft geflogen, wobei, wenn ich mich mit Kai vergleiche, bin ich natürlich noch nicht oft geflogen. Ich bin ganz oft schon nach Neuseeland geflogen, ich bin nach Hawaii geflogen, ich bin nach Kanada geflogen, Langstrecke und Kurzstrecke, eigentlich alles dabei. Und wahrscheinlich ein, zwei Mal im Jahr. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich sind es eher drei, vier Mal im Jahr. Und dann kommen noch so berufliche Kurzstrecken dazu. Ich wollte natürlich noch einen Disclaimer bringen. Weder der Kai noch ich sind Experten für Flugangst. Wir können beim besten Willen keine psychologische Beratung oder therapeutische Hilfestellung leisten. Wir reden als Laien für Laien. Diese Podcast-Folge soll einfach mal das Thema aufmachen, wie die Reiselust einen Dämpfer bekommt, wenn du merkst, es ist nicht die reine Freude, die dich beim Einsteigen in ein Flugzeug befällt, es sei denn, du bist Kai. Der würde am liebsten im Flugzeug leben. Ein bisschen nervös sind wahrscheinlich sogar die meisten von uns. Ist ja doch nicht wie Bus, Bahn oder Auto fahren. Und wenn es gut geht, kannst du am Ende dieser Episode ein paar konkrete Tipps mitnehmen, wie du dich künftig besser, entspannter fühlen könntest, wenn deine nächste Flugreise ansteht. Kai, hallo. Hallo Wolfram. Was ist Aviophobie? Wie äußert sich die? Du hast dazu eine ganze Menge recherchiert. Das ist ja unheimlich vielfältig. Man denkt, man weiß, was Flugangst ist. Und ich glaube, jeder hat das auch im ein oder anderen Ausmaß. Aber wie ist die ganze Bandbreite der Gefühle zu dem Thema Aviophobie? Ich glaube, zunächst einmal muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen einer gewissen inneren Anspannung, die so jeder von uns hat, wenn es auf Reise geht. Mhm. Das geht mir auch so. Wenn ich einen Flughafen betrete, dann ist da immer so ein bisschen eine Atmosphäre in der Luft sozusagen für mich. Bei mir ist das eine positive Geschichte, auch wenn ich das Flughafengeschehen an sich auch ziemlich anstrengend und belastend und nervig finde. Aber es ist eben weit weg von dem Angstgefühl oder von der Phobie, die mich da befallen würde. Ich glaube, das ist also schon mal wichtig zu unterscheiden. Jeder von uns oder keiner von uns mag jetzt wirklich das Flughafen treiben. Das ist einfach eine sehr anstrengende, nervige Geschichte. Aber Flugangst ist eben dann doch schon nochmal wieder was anderes. Ja, es gibt verschiedene, du hattest es schon angedeutet, Formen von Flugangst oder wie sich Flugangst äußern kann. Das ist einmal die Angst vor Turbulenzen. Das ist etwas, was ich persönlich sogar durchaus nachvollziehen kann. Also Turbulenzen sind eine unangenehme Geschichte, weil man fühlt sich dem dann doch eben ausgeliefert, wenn man im Flugzeug ist. Da hilft es dann an der Stelle auch wenig zu wissen, dass eine Turbulenz erstmal das Flugzeug nicht beschädigen kann und erst recht nicht zum Absturz bringen kann. Aber wenn das da so hoppelt und hüpft und man da gar nicht hinterherkommt oder man womöglich auch mal ein paar Meter auf einmal verliert in der Sekunde und dann sozusagen aus der Hose rutscht, dann ist das unangenehm. Das sind oft eben solche Erlebnisse, die man mal gehabt hat, die dann eben solche Phobien hervorrufen. Wann das genau war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich früher keine hatte und dass sich das entwickelt hat im Laufe der Zeit und natürlich dann auch noch Erlebnisse dazu gekommen sind, die das sicherlich gefördert haben. Und so eine Grundanspannung, glaube ich, hat jeder, der in ein Flugzeug steigt. Aber dass ich wirklich sagen würde, das ist richtig Angst, das ist irgendwann nach zwei, drei Erlebnissen gekommen und hat dazu geführt, dass ich dann ja auch aktiv
aktiv geworden bin, mich mit der Angst auseinandergesetzt habe. Andere Geschichte, deutlich seltener, ist Höhenangst. Ich zum Beispiel bin auch nicht schwindelfrei. Höhenangst ist aber nichts, was eine Phobie in einem Flugzeug verursacht, weil man einfach von der Höhe relativ wenig mitbekommt, so in einem Flugzeug. Deshalb ist das, was man, glaube ich, eher vernachlässigen kann. Naja, ich glaube, das ist irgendwie bei allen, oder? Das ist die Angst, ich kann das nicht kontrollieren, das ist Kontrollverlust. Du setzt dich wo rein, begibst dich in das Flugzeug und musst darauf vertrauen, dass alle, die damit etwas zu tun haben, ihren Job gut gemacht haben und machen werden. Angst vor engen Räumen kennt jeder, der in einem vollen Fahrstuhl schon mal war und sich unwohl gefühlt hat. Das kann einem im Flugzeug, gerade in der Economy Class, auch passieren. Man ist halt eingeengt in einem viel zu kleinen Sitz zwischen lauter fremden Leuten und das kann eben Angstzustände verstärken. Das war ja gerade auch in dem Einspieler deutlich geworden, der Angst vor Kontrollverlust, dass man eben selbst nicht die Kontrolle über das hat, was mit einem selbst passiert. Man gibt ja sozusagen sein Leben an der Eingangstür zur Kabine beim Kapitän ab. Das ist jedenfalls der Eindruck. Inzwischen sind es unterschiedlich Situation. Ich weiß, dass es damit angefangen hat, dass ich im Flieger saß und Angst vorm Starten hatte und mich dann da immer weiter reingesteigert habe, noch bevor das Flugzeug eigentlich gestartet ist. Während des Fluges gab es immer mal wieder Phasen, die gibt es jetzt auch noch, aber anders, immer mal wieder Phasen, wo ich Angst hatte. Aber die größte Angst hatte ich eigentlich immer vorm Starten. Wenn das Flugzeug dann in der Luft war und erstmal über den Wolken war, dann ging es meistens wieder oder ich war dann so weit, dass ich bereit war zu sterben. Also man ist ja gar nicht in der Lage, über so eine lange Zeit Angst aufrecht zu erhalten. Irgendwann ergibt man sich oder ich ergebe mich irgendwann meinem vermeintlichen Schicksal, weil ich das gar nicht schaffe, so lange in Panik zu sein. Angst vor Start oder Landung, auch was sie gerade ja auch dargestellt hat. Ja, und dann gibt es ein bisschen skurrilere Geschichten wie Angst vor Feuer an Bord oder, das kommt glaube ich vielleicht dann wieder häufiger vor, gerade so unter Hypochondern, Angst vor medizinischem Notfall. Also die Angst, wir sind über dem Atlantik unterwegs Richtung USA und ich kriege einen Herzinfarkt und was passiert jetzt? Ja. Das sind alles so Ängste, die aus den verschiedensten Gründen in einem reifen können und hochsteigen können, die auch mit verschiedenen Symptomen einhergehen. Das ist dann eben das, was so ein bisschen nerviges Gefühl am Flughafen unterscheidet von einer Phobie, wenn eben Symptome, auch körperliche Symptome, dazukommen, wie Übelkeit, wie Herzrasen, wie Magen-Darm-Geschichten, Panikattacken, wenn es denn in den ganz ernsten Bereich geht. Das sind eben alles Anzeichen für bestimmte Angststörungen. Und Angststörung, das ist eben das Gemeine an Angst, tritt eben sehr häufig unabhängig von einer real existierenden Gefahr auf. Es hilft dann nicht in jedem Fall, in dem Moment denn zu sagen, Flugzeuge stürzen ja nicht ab, guckt hier die Statistiken an. Das kann am Ende oder später dann bei der Bewältigung helfen, aber in dem konkreten Moment, wo man eben diese Panikattacke hat, da hilft einem das, der Blick in die Realität oder der Hinweis auf Statistiken hilft einem da wenig. Ja, ich habe mal gelernt, Angst ist sowieso definiert als eher diffuses Gefühl von irgendeiner Bedrohung, die ich gar nicht einschätzen kann, im Gegensatz zur Furcht. Die Furcht ist dann definiert als konkrete Angst, spezifische Angst vor Schlangen, vor Spinnen, vor Höhen, vor engen Räumen, vor irgendwas eben auch dann vorm Fliegen. Und was ich halt auch feststelle, wir kriegen ja bald jeden Tag Meldungen von irgendwelchen, gerade auch in letzter Zeit wieder hatten wir einiges, irgendwelche Meldungen von Unfällen, wo Türen aus dem Flugzeug fliegen, wo die Absacker passieren wegen Luftlöchern aus heiterem Himmel und. Es muss gar nicht sein, dass das ein Absturz ist, aber all diese Meldungen, wer sowieso dann schon eine gewisse Grundempfänglichkeit hat für das Thema, der wird natürlich von solchen Meldungen auch immer wieder getriggert. Und das kann natürlich, wenn eine Reise gerade geplant ist, den Spaß drauf oder die Vorfreude erheblich dämpfen. Und man muss da vielleicht dann mal, aber da kommen wir ja gleich noch dazu, und auch unser O-Ton, sie heißt übrigens Susanne, sie will Susanne heißen, muss ich sagen. Sie will nicht mit ihrem Real Name bei uns erscheinen und sie will endlich mal Susanne heißen, also nennen wir sie hier Susanne. Also ich glaube, dass es im Grunde egal ist, was die Ursache für die Flugangst ist. Das Einzige, was hilft, ist einen Umgang damit zu finden und sich Methoden oder Hilfsmittel zu schaffen, die es möglich machen, sich trotzdem der Situation auszusetzen. Machen wir mal weiter mit den Ursachen von Flugangst. Auch dazu hat Kai eine ganze Menge recherchiert. Was sind die Ursachen von Flugangst, Kai? Man muss sich, glaube ich, als erstes auch nochmal verdeutlichen, dass Angst
Angst eine ganz normale und auch eine biologisch sinnvolle Reaktion des Körpers ist auf Gefahren. Das waren die Neandertaler, ne? Wenn da irgendwie der Löwe um die Ecke gekommen ist. Säbelzahntiger waren das doch, oder? Ja, ich habe keine die Ahnung. Die heute noch rumlaufen. Ich war nicht dabei. Also Angst sorgt dafür, dass der Körper eben in die Situation versetzt wird, mit einer Gefahr umzugehen. Ne? Und zwar meistens ist es eben die Fluchtbereitschaft. Adrenalin wird ausgeschüttet. Kann auch die Kampfbereitschaft sein, also die Verteidigungsbereitschaft. Wenn man schlauer ist, dann flüchtet man in der Regel vor Gefahren. Und dieser normale, sinnvolle Trieb des Körpers oder diese angeborene Reaktion, die kann eben bei einigen Überhand nehmen. Und das ist dann eben der Unterschied oder das ist dann eben der Schritt zur Panikattacke oder eben zu einer Phobie. Grund sind, glaube ich, sehr oft traumatisierende Erlebnisse, andere belastende Ereignisse im persönlichen Umfeld. Und es soll sogar erblich sein. Hat man wohl festgestellt, dass in Familien oft tatsächlich ähnliche Phobien aufgetaucht sind. Wobei ich da immer den Eindruck habe, das könnte dann ja auch einfach gemeinsame Erlebnisse gewesen sein. Ne? Eine Familie gemeinsam in Urlaub fliegt. Und vorgemacht über das Vorbild. Genau, die Vorbildgeschichte. Es gibt die Geschichte von einem meiner Lieblingsfußballer, Dennis Bergkamp, einer der begnadetsten holländischen Fußballer der 80er und 90er Jahre. Der war bei der Fußball-WM in den USA 1994 mit seiner Mannschaft unterwegs von einem Spielort zum anderen, also Gruppenspiel, Gruppenphase, und da sind die in Turbulenzen geraten. Und von dem Tag an, nachdem er gelandet ist, ist er nie wieder in ein Flugzeug gestiegen. Na ja, doch einmal muss er wohl noch, nämlich zurück nach Europa. Das wäre ansonsten schwierig geworden. Aber da hat seine gesamte Fußballkarriere dann so ausgerichtet, dass er bei Auswärtsspielen im Europapokal 2 Tage vorher losgefahren ist, damit er dann eben pünktlich schon da ist, während die anderen dann hinterhergeflogen sind. Oder dass er eben auch den Spieler hat ausfallen lassen. Also er hat, das werden wir gleich sehen, einen der größten Fehler gemacht, die man bei solchen Phobien machen kann, nämlich sich nicht zu stellen, sondern eben davor zurückzuweichen und sich seiner Angst sozusagen zu ergeben. Das macht die Sache bekanntlich am Ende eher schlimmer. Größer. Ne? Aber das sind, glaube ich, Faktoren, die bei den allermeisten Flugängstlingen, nenne ich sie mal, eine Rolle spielen, dass da mal irgendwas passiert ist in einem Flugzeug, dass man eben mal so einen Absacker gehabt hat. Ich bin jetzt gestern gerade aus Oslo wiedergekommen und ich habe offensichtlich immer das Glück oder das Pech, dass da Flugschüler denn an Steuerknüppel bei der Landung gelassen werden. Die müssen ja auch. Vermutest du. Irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Jeder muss das erste Mal ein Passagierflugzeug voll mit Leuten eben auch mal runterbringen. Und so fühlt sich das dann auch immer an. Ja, wahrscheinlich wird es was ganz anderes sein. Über dem Hamburger Flughafen war eine Drohne unterwegs und der Kapitän sagte dann auch mit seiner ruhigen Stimme ganz von Norden eben durch, ja, ist eine Drohne gesichtet worden, können wir jetzt natürlich nicht landen. Und deshalb müssen wir jetzt nochmal 5 Minuten ein paar Donuts fliegen hier, ein paar Schleifen über dem Flughafen. Und dann werden wir aber immer noch pünktlich ankommen. Wenn die Drohne abgeschossen ist. Und diese Schleifen, die er geflogen ist, die waren sehr, sehr sportliche Schleifen. Also man hätte vielleicht auch weitere Schleifen fliegen können. Aber der hat die sehr kurz gehalten. Dadurch war da richtig Musik gestern im Flugzeug. Ich war in der Economy, da erzähle ich in der nächsten Folge vielleicht nochmal was drüber. Lufthansa Surprise und Eurowings Blind Booking. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass wenn man so eine holprige Geschichte mal erlebt hat, dass das irgendwie hängen bleibt. Dann muss man allerdings eben auch konstatieren, dass es auch Fälle gibt, dass generell Angststörungen eben auch mitunter einfach ohne erkennbaren Grund auftauchen können. Also es ist nicht immer so, dass es da einen Auslöser gibt, sondern die tauchen mitunter einfach auf oder sind dann eben auf irgendwas anderes zurückzuführen, was nicht mit einem Erlebnis in einem Flugzeug zu tun hat. Also ich persönlich bin Gott sei Dank da nicht so betroffen. Statt Kontrollverlust habe ich eher das Thema Kontrollfreude, aber Angst habe ich in dem Zusammenhang eher weniger. Ein mulmiges Gefühl an Bord kenne ich schon auch mal und es gab schon auch mal Situationen, wo es noch mulmiger wurde. Aber das Gleiche kenne ich auch zum Beispiel von Schifffahrten. Und Schiffe sind mir persönlich viel unangenehmer noch als Flugzeuge. Aber in dem Zusammenhang habe ich mir auch überlegt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Flugangst, Schiffangst, Busangst, Autoangst und Fußgangangst. Ich glaube, im Flugzeug kommen verschiedene Situationen ungünstig zusammen. Also der enge Raum, du hast es schon angesprochen, dann muss ich auch noch angeschnallt sein. Dann habe ich auch noch unheimlich viel fremde Leute um mich rum, hast du auch schon angesprochen. Die Höhe kommt dazu und du hast die Flucht angesprochen. Ich kann nicht fliehen. Wenn ich zum Beispiel mit dem Bus fahre, dann habe ich auch vielleicht den Kontrollverlust und sage, ich traue dem Busfahrer nicht über den Weg. Immerhin kann ich ihn sehen, was er da vorne macht. Das gibt mir schon mal ein Stück mehr Sicherheit. Und ich kann alle 5 Minuten
Minuten aussteigen an der nächsten Haltestelle, mir die Füße vertreten oder nie mehr Bus fahren oder sonst irgendwas. Wenn ich im Flugzeug gebucht bin, meinetwegen sogar für einen 11, 12, 13 Stunden Flug, dann weiß ich ganz genau, ich komme nur unter größtem Eklat hier wieder raus. Also auch solche Meldungen hatten wir schon, dass ein Flugzeug nicht starten konnte, weil es ein riesen Theater gab und einer irgendeine Panikattacke geritten hat und der musste dann erstmal aus dem Flieger raus, bevor der Flieger dann starten konnte, weil da einfach nichts mehr ging und der hat dann die Flucht mit aller Gewalt durchgesetzt. Also das ist ganz einfach nachzuvollziehen und ich glaube, es kann jedem passieren. Konkret nehme ich den Start als Angst wahr, die Landung als Angst wahr, da muss ich dann auch immer dran denken, dass Start und Landung das Gefährlichste sind beim Fliegen. Natürlich finde ich Luftlöcher auch nicht gerade komfortabel und was tatsächlich eine fortgesetzte Angst ist und die ich immer noch habe, ist, wenn es keine Landemöglichkeit gibt, die vorhanden ist. Also wenn eine Landemöglichkeit länger als eine halbe Stunde entfernt ist, dann macht mir das Angst, weil ich irgendwie denke, dass das ein größeres Risiko ist, wenn es gar keine Möglichkeit gibt zu landen. In dem Fall hast du ja Glück gehabt, wenn du diese Panikattacke hast, bevor es losgeht. Das hat unsere Susanne ja gerade auch gesagt, dass sie immer vor dem Start und dann nochmal vor der Landung Panik hat. Aber meistens, glaube ich, hatte sie gesagt, ist es eben vor dem Start. Da hat man ja tatsächlich noch, da hat man noch eine Option. Ne? Also anders als wenn der Vogel in der Luft ist. Theoretisch. Ein bisschen, ja. Genau. Klar, macht man natürlich ungerne. Das ist dann ja auch ein ziemlicher Auftritt, den man dann hat, ne, vor der gesamten Kabine, da jetzt zu sagen, ich halte das hier nicht aus und der Kapitän, der hat sowieso schon. Du steigst ja auch mit Absicht ins Flugzeug. Du willst ja fliegen, du willst irgendwo ankommen. Ja, genau. Du willst was erleben. Das ist ja ein Widerspruch, ein massiver Widerspruch, der auch in dir tobt. Kostet auch Geld nebenbei, ne? Also wollen wir auch noch erwähnen. Ja, auch das sind, glaube ich, Sachen, die Leuten durch den Kopf geht. Also auch wenn, klar, wenn eine Angst Überhand nimmt, man ist immer dabei abzuwägen, was passiert, wenn ich jetzt welche Entscheidungen fälle. Und da ist natürlich eine finanzielle Abwägung. Nehmen wir mal an, du bist sogar mit der Familie in dem Flugzeug und willst in den Urlaub. Das wollte ich gerade sagen. Den sich die ganze Familie seit einem Jahr freut und dann sagst du, nee, ich halte es hier nicht aus. Wir müssen jetzt alle raus. Dein Partner oder Familienmitglied plötzlich streikt wegen Flugangst, ja, oder du bist es selber, auch das wieder führt zu Widersprüchen, ja, du willst denen die Freude nicht verderben und so weiter und nicht jetzt da nicht spinnen und versuchst dich zusammenzureißen und so weiter, das kann natürlich sein, dass es dann noch schlimmer wird und. Das ist der Punkt, glaube ich, bei Flugangst, dass eben Flugangst im Grunde die Summe ist von allen möglichen Ängsten, die man so haben kann. Wir hatten, glaube ich, auch mal in der News die Meldung, dass eine Schlange über den Sitzen sich versteckt hatte und die musste erst gefangen werden und so weiter. Also da sieht man, was da zusammenkommen kann in so einer Flugkabine. Und das ist bei weitem nicht bloß die Angst, dass das Flugzeug abstürzen könnte oder sowas. Das sind eher dann die einfachen Grundgedanken zum Thema. Ich würde sagen, mit Routine hat das nichts zu tun, sondern damit, dass ich eben ein Flugangstseminar besucht habe, in dem der Pilot berichtet hat und erklärt hat, auch wissenschaftlich, wie man fliegt, was ein Luftloch ist, welche Mechanismen, welche Geräusche beim Starten entstehen, wie eine Landung durchgeführt wird, was ein Autopilot ist, wie Fliegen insgesamt funktioniert, um dieses Nicht-Wissen durch Wissen zu ersetzen. Das hat geholfen. Und der zweite Teil meines Flugangst-Seminars war ein Klopfseminar. Oder da war jemand, der uns beigebracht hat, durch eine bestimmte Klopftechnik zu versuchen, den Körper zu beruhigen. Ob man da jetzt dran glaubt oder nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass mein Mann das manchmal komisch findet und andere Leute, die neben mir sitzen, auch. Es gibt zwischen der Brust so einen Punkt, den ich dann immer klopfe. Das sieht einigermaßen bescheuert aus und ich glaube, Menschen, die neben mir sitzen, denken, ich habe einen Hau weg, wenn ich das mache. Aber ich habe mir das als Übersprungshandlung angewöhnt. Aber Kai, wir haben auch von Susanne schon gehört, was sie alles ausprobiert hat, was man dagegen tun kann, um sich da besser in den Griff zu bekommen, wenn das überhaupt geht. Was hilft denn nicht bei Flugangst? Fangen wir mal genau mit den offensichtlichen Dingen an. Ne? Was nicht hilft, das ist, glaube ich, eben klar. Und trotzdem greifen da sehr viele drauf zurück, auch von den Prominenten, die vorhin genannt wurden. Die Hausmittel. Ohne dass wir da jetzt Namen nennen, sonst haben wir eine Klage am Hals. Also alles, was Gefühle verstärkt, so nenne ich es mal. Also Kaffee, ne, Alkohol hat in solchen Situationen eigentlich im Körper nicht zu suchen. Ich weiß von vielen, auch aus meinem Bekanntenkreis, dass die sich so ein bisschen Mut antrinken, ne, vorm Flug. Die auch so ein bisschen ängstlich sind und das natürlich nicht zugeben wollen. Und die dann sich in der Lounge halt irgendwie schon mal ordentlich ein hinter die Glatze gießen. Das führt natürlich eher zu einer Verstärkung von bestimmten Gefühlen und von Angst. Und dann gibt es die andere Alternative, auch ein
Freund von mir aus den Niederlanden, der 2-3 Mal im Jahr Langstrecke nach Thailand fliegt, der sich immer vorm Flug abschießt mit einer kleinen Xanax. Das sind diese Beruhigungsmittel. Alles jenseits Aspirin kenne ich gar nicht, aber bestimmt. Ist, wie gesagt, Beruhigungsmittel, ein Schlafmittel und eins von der stärkeren Sorte. Ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt, ich meine, also du hast irgendwie Angst vorm Fliegen. Was passiert denn, wenn jetzt wirklich was passiert und du halt komplett out of order bist? Ne? Die Pillen, die schneiden dich aus für 8 Stunden. Die kriegen dich da nicht vom Bord. Ne? Du wachst irgendwann auf und bist tot, weil du abgesoffen bist in einem abgestürzten Flugzeug, weil während alle anderen draußen auf der Rettungsinsel. Das ist eine Geschichte, die man eben auch nicht empfehlen kann. Allerdings ist es natürlich relativ effektiv. Ne? Also wenn du schläfst, dann verschläfst du deine Angst und ist das Problem dann los. Aber eine echte Lösung ist es natürlich trotzdem nicht. Bei mir ist es genau andersrum. Ich will mich gerade nicht abschießen. Also ich will eigentlich wach sein. Das führt dann zu dem Problem, dass ich dann auch nicht schlafen kann. Das liegt auch an meinen 2 Metern, je nachdem, in welchem Sitz ich da gerade angeschnallt bin. Das hindert auch das ein oder andere Schlafgefühl. Aber es ist schon auch so, das ist meine Form von die Kontrolle behalten. Wenn dann irgendwas passiert, egal was, es muss auch nicht gleich der Absturz sein, dann will ich wenigstens wach im Kopf bleiben. Und mitkriegen, was Sache ist und möglicherweise den Kopf aus der Schlinge ziehen. Aber die Vorstellung, ich sitze da halb besoffen oder ganz besoffen oder wie auch immer bedröhnt im Stuhl, nee, das würde mir nicht passieren, könnte mir nicht passieren. Da bin ich ganz anders eingestellt. Aber ja, ist auch wieder ein Beleg dafür. Es ist wirklich jeder anders. Und so ein Avionik hat natürlich auch schon was, ne? Also, genau. Und das ist ja noch ehrlich, nicht besoffen. Also so ein Avionik geht halt irgendwie auch schneller in den Schädel. Hatten wir auch schon das Thema, dass Alkohol eben an Bord in der Luft nochmal anders wirkt als am Boden. Ne? Also ja, wer wirklich ein ernsthaftes Problem hat mit Flugangst, der sollte solche verstärkenden Dinge möglicherweise besser vermeiden. Das bringt nichts. Also Susanne hat ja berichtet, die war ja sogar bei so einem Seminar oder ich glaube, sie war bei 2 Veranstaltungen dieser Art, hat auch mal dieses Klopfen mitgemacht. Das ist ja auch sehr populär gegen alles, glaube ich. Also ich sage das völlig wertneutral. Ich versuche es völlig wertneutral zu sagen, weil es einfach, was Leuten hilft, dann ist gut. Ja. Und die klopfen sich dann eben irgendwie rhythmisch oder an irgendeine ausgesuchte Stelle und triggern sich da irgendwie in eine Beruhigung rein oder ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber das kann helfen. Also es lohnt sich da, sich umzugucken, nach Hilfe zu gucken, was man tun kann, um sich da ein bisschen besser zu kontrollieren. Du weißt bestimmt noch mehr, Kai, inzwischen, was bei Flugangst hilft. Naja, das, was Susanne gemacht hat, ist ja eine ganz pfiffige Geschichte, nämlich sich eben auseinandersetzen. Ne? Also sich auseinandersetzen, sie hat Seminar gemacht sogar, sich mal von Experten erklären lassen, wie funktioniert eigentlich so ein Flugzeug, wie fliegt das, einfach auch mit Fakten sich auseinandersetzen. Ne? Ich komme jetzt mal mit ein paar Fakten, auch wenn ich weiß, dass die bei einem akuten Angstgefühl wenig helfen, aber es ist trotzdem immer wichtig, sich das nochmal wieder zu vergegenwärtigen. 2023 gab es kein einziges Flugzeugunglück innerhalb der Europäischen Union. Weltweit gab es letztes Jahr 3 schwere Unglücke, bei denen 80 Menschen zu Tode gekommen sind. Das klingt jetzt erstmal nach vielen, aber man muss es eben in Relation setzen zu den 4 Milliarden Menschen, die letztes Jahr auch mit dem Flugzeug geflogen sind. Also wir haben ein Passagieraufkommen von 4 Milliarden Menschen und es sind 80 Menschen dabei gestorben. Den Vergleich mit dem Straßenverkehr, natürlich weiß ich, der hinkt. Ne? Im Straßenverkehr sitzt man möglicherweise selber am Steuer oder man kann sich eben auch leichter der Situation entziehen, weil man aussteigen kann. Ja, 2,5 Millionen polizeiliche Unfälle und 2.800 Tote im Straßenverkehr nur im letzten Jahr, allein in Deutschland. Das zeigt eben schon, welches das sicherere Verkehrsmittel ist. Ja, aber da kann man es schön sehen, der Kontrollwahn. Ja. Ja. Ich habe auch kürzlich eine Umfrage, habe ich gelesen, gab es eine Umfrage, irgendwie 80% der Befragten glauben von sich, dass sie ein super AutofahrerIn sind. Ja, genau so ist es. Wenn ich ins Auto steige, dann habe ich natürlich alles unter Kontrolle hier in meiner persönlichen Rakete. Ja. Ja, und da habe ich natürlich keine Angst. Wäre noch schöner. Ja, ganz eigentlich genau. Müsste ich welche haben, wenn es nach den Fakten geht. Und es wäre oft beim Fahrstil auch ein bisschen angebracht, ein bisschen defensiver an die Sache ranzugehen, als viele das eben tun, weil sie glauben, sie seien Michael Schumacher. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich der Stewardess immer gesagt, dass ich Flugangst habe, an der ich vorbeigegangen bin. Einfach damit ich eine Verbündete habe, die Bescheid weiß. So Stewardessen oder Stewards reagieren da unterschiedlich drauf. Die einen gucken dann tatsächlich ab und zu mal nach einem und fragen, ob alles okay ist. Andere tun das nicht. Im Moment muss ich das nicht machen. Aber sollte ich wieder mal so eine größere Angst entwickeln, dann würde ich das tun. Dann hatte Susanne ja schon angedeutet, das Sprechen über die Flugangst mit Flugbegleitern. Das wird tatsächlich auch von Flugbegleitern selbst empfohlen. Gibt einen Kanal hier auch bei YouTube, Namen habe ich vergessen. Das ist eine Stewardess oder Flugbegleiterin, die so ein bisschen Tipps gibt.
Antrieb so zu allen möglichen Fragen im Flugleben. Und die ermuntert eben auch dazu, dass damit man eben nicht alleine ist mit seiner Angst, ne, sondern sich ruhig an Flugbegleiter wenden. Die können eben mit den Situationen umgehen. Susanne hat da gemischte Erfahrungen mitgemacht offensichtlich. Einige haben sich dann tatsächlich auch während des Fluges mal um sie gekümmert. Bei anderen hat das überhaupt keinen Effekt. Aber schaden kann das nicht. Ich glaube einfach, um Sachen loszuwerden und um, wie sie es auch nannte, um Verbündete in der Kabine zu haben. Leute zu haben, ja, die möglicherweise dann verstehen, wenn man plötzlich austickt, hyperventiliert, Panik bekommt oder solche Geschichten. Dass dann jemand weiß, okay, hey, die hat Flugangst und wir wissen, wie wir mit der Situation umgehen müssen. Dann auch ein hübscher Tipp, den sie hatte, über den ich auch mal selber gestolpert bin. Das ist diese Geschichte mit Flightradar. Mein größter Tipp ist immer noch Flightradar. Seitdem ich regelmäßig Flightradar habe und sehe, wie viele Tausende von täglichen, minütlichen Flugbewegungen weltweit vorhanden sind, scheint mir mein kleiner Mini-Flug und meine kleine Mini-Angst total surreal, sodass ich alleine über den Umstand, dass ich weiß, es sind Tausende, bei denen nichts schief geht, viel gelassener in ein Flugzeug steigen kann. Aber das ist mein persönliches Ding wahrscheinlich. Aber vielleicht hilft es auch jemand anderem. Eine Sache ist es, zu wissen, Statistiken zu kennen, sicheres Flugzeug und so weiter und so fort. Was anderes ist es, das visualisiert auch nochmal aufzunehmen. Ne? Und du kannst eben bei Flightradar kannst du eben nachverfolgen, was gerade über dir am Himmel passiert oder über Europa passiert oder über dem Atlantik passiert, wo eben auch nicht reihenweise Flugzeuge ins Wasser fallen, sondern jeden Tag zigtausende von Flugbewegungen, die vollkommen reibungslos, vollkommen problemlos dort ankommen, wo sie hin sollen. Das Nachvollziehen sozusagen und das Schauen, was gibt es so an Flugbewegungen jeden Tag, das kann einem dann auch ein zusätzliches Sicherheitsgefühl geben. Überhaupt eben die Exposition, ne? Also die sich beschäftigen, sich einlassen. Man darf eben nicht sagen, ich fliege nie wieder, ich habe da einmal jetzt ein schlechtes Erlebnis gehabt, sondern man muss tatsächlich, um Flugangst zu bewältigen, muss man eben auch fliegen. Mir ist es auch gerade im Kontakt mit Susanne richtig deutlich geworden, wo da der Unterschied liegt. Wenn ich ins Auto steige oder in den Bus oder selbst im Schiff, da habe ich immer auch ein Gefühl für die Umgebung und was da los ist. Im Auto kenne ich die Straßen und sehe die Kreuzungen und sehe die anderen Autos und so weiter. Wenn ich im Flugzeug sitze, habe ich da in der Regel kriege ich davon nichts mit, was sonst um mich rum an Flugverkehr ist. Aber Flightradar ist eine wunderbare Hilfe, um sich zu visualisieren. Das sind nur die Kennungen zu sehen. Es ist der blanke Wahnsinn, was in der Luft los ist. Das ist kein Deut anders als auf der Straße oder auf den Meeren. Es ist der blanke Wahnsinn und es ist einfach bloß verdrängt. Also du denkst, du bist in dem Flugzeug jetzt und da ist sonst nichts. Das stimmt überhaupt nicht. Da ist der Wahnsinn los. Und ich weiß von Susanne, dass die regelmäßig auf dem Flightradar guckt, egal wo sie ist, um immer wieder mal zu gucken, was ist denn da eigentlich los. Das ist einfach der Reality-Check. Die Wahrnehmung ist höchst selektiv und es tut gut, die Wahrnehmung aufzureißen und sich drum zu kümmern, was gibt's eigentlich tatsächlich, was ist tatsächlich Sache. Aber ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen, Kai. Naja, wir kommen ja ins Gespräch hier. Wir sind ja beide, wie wir eingangs schon erwähnt haben, keine Experten. Das heißt, wir hangeln uns hier so ein bisschen. Wir stolpern dadurch, wie durch. Immer. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Zuschauer oder Zuschauerin da auch eine Meinung zu hat, da auch Erlebnisse hat und die schreibt ihr uns bitte unbedingt unten in die Kommentare. Ne? Genau, sehr guter Hinweis. Ja, bitte unbedingt mail@truemilespodcast.de, unten auch die Kommentare nutzen, gebt uns Feedback, habt Susanne gehört, wenn ihr eigene Stories habt, bringen wir gerne in einem Update mit ein. Normalerweise haben wir begeisternde Themen und nur begeisternde Themen und Flugangst ist jetzt nicht so das begeisternde Thema, aber es gehört eben auch zur Reality und damit wollen und müssen wir uns beschäftigen und wenn ihr da mitmacht, wunderbar. Ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt. Ja. Aber jetzt weiter im Takt. Genau. Eine Geschichte, das ist die Beschäftigung mit den Ursachen von verdächtigen Geräuschen bei Start oder Landung. Na, wenn das Ding in der Luft ist, wenn der Vogel in der Luft ist, dann ist alles ruhig, dann hast du eine bestimmte Grundgeschwindigkeit und das Grundgeräusch und das verändert sich kaum. Aber gerade beim Start und bei Landung hast du eben viele verschiedene Geräusche. Ein so ein Trigger-Ding für mich war lange Zeit so das Ausfahren des Fahrwerks. Na, irgendwie muss das Ding ja dann auf Rädern auf den Boden kommen und dafür muss das Fahrwerk rausfahren und das Ding wiegt Tonnen und das macht entsprechend dann auch Musik. Das hört man. Das macht so ein rumpeliges Geräusch, wenn das, wenn die Klappe aufgeht und das Ding dann so rausfedert da. Das konnte ich lange nicht zuordnen. Also das dauert eben auch, wenn man ein bisschen häufiger fliegt, dann weiß man inzwischen so, okay, ne, jetzt wird das Fahrwerk ausgefahren, gleich passiert dies, gleich passiert das. Das bekommt man mit und dann bekommt man so ein bisschen ein Gefühl dafür und dann fühlt man sich eben auch sicherer, weil man eben Geräusche zuordnen kann. Wer jetzt nicht so oft fliegt, der kann eben wie Susanne so einen Kurs machen, da wird einem das dann eben auch erzählt, weil, glaube ich, diese Geräusche
Geräuschkulisse ganz viele Leute triggert. Und deshalb ist das, glaube ich, interessant für viele Leute zu wissen, welches Geräusch kommt jetzt woher. Auch eine Geschichte so beim Start, da sind die Triebwerke ja in Volllast, weil die ja den Vogel da erstmal hochkriegen müssen in die Luft. Und dann irgendwann, und das ist so von einer Sekunde auf die andere, hat man den Eindruck, das Triebwerk fällt aus, weil dann eben die Startstufe beendet ist und dann so in den normalen Gleitflug, nenne ich es mal, übergegangen wird. Und das hört man, das ist wirklich hörbar. Und dass da dann eben... Der Pilot ist doch ausgestiegen. Plötzlich denkt man, oh Gott, das läuft ja gar nicht mehr, das Triebwerk, was ist da los? Und das ist eben vollkommen normal, ne? Dass man, wenn man dann in der Luft ist und eine bestimmte Reiseflughöhe erreicht hat oder so, dass dann in einen anderen Modus geschaltet wird und man dann eben nicht mehr mit Volllaster, mit Vollstrahl durchzieht. Und all solche Sachen, die helfen, wenn man das zuordnen kann und wenn man weiß, was da los ist. Mhm. Meine Frau, mit der ich geflogen bin, Thais haben sowieso immer Flugangst. Ne? Jeder Thai hat Angst vorm Fliegen, weil die alle zur Religion, also so eine Basiskomponente des Buddhismus, scheint zu sein, dass man in einem Stück verbrannt werden soll. Und deshalb... Dann machen wir mal eine eigene Sendung zu. Also wir haben immer Angst so vor Unfällen, wo denn Körperteile abfliegen oder so. Ne? Ah ja, okay, das wusste ich nicht. Mhm. Sie werden ja am Ende verbrannt, deshalb so richtig verstehen, so richtig sinnvoll ist es nicht. Aber das darf man, glaube ich, auch nicht zu technisch sehen. Nee. Jedenfalls, die war auch immer ängstlich. Wir sind viel geflogen innerhalb von Thailand, so auf Kurzstrecke. Und da hast du dann natürlich auf Kurzstrecke ist ja immer Geräusch, weil der ganze Flug ist eigentlich Start oder Landung. Ist nur ein relativ kurzer Zeitpunkt, den man richtig fliegt. Mhm. Und deshalb ist immer was los. Es ist auch immer ein bisschen wackelig und du hast immer viele Geräusche. Und das hat mich dann auch ein bisschen dazu gebracht, mich eben mit diesen Geräuschen befassen zu müssen, um ihr dann eben erklären zu können und sie beruhigen zu können, nee, jetzt passiert gerade dies und das. Mhm. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Was mache ich eigentlich, wenn meine Frau, mein Partner, wer auch immer neben mir, wenn ich merke, da ist Flugangst, da ist Panik, aus welchem Grund auch immer, wie gehe ich damit um? Händchen halten, das ist das, was am besten hilft, unmittelbar. Mhm. Das kann jeder machen, also dafür muss man kein Pilot sein, kein Experte sein. Und es gibt dieses wunderschöne kleine Handy-Videosequenz von einer Flugbegleiterin, ich weiß nicht, war es sogar Lufthansa, wo also eine Passagierin da komplett zusammengebrochen ist und dann im Landeanflug hat sich dann die Flugbegleiterin zu ihr gesetzt, hat ihre Hand gehalten und hat dann eben bis sie gelandet sind, hätte sie wahrscheinlich gar nicht gedurft, ne? Die hat ja auch ihre Aufgabe während der Landung, eigentlich angeschnallt auf ihrem Sitz sitzen, aber hat dann da eben bei der offensichtlich alleinreisenden Passagierin gesessen, hat der die Hand gehalten und da so ein bisschen auf sie eingeredet, so ein bisschen zugeredet. Schöne kleine Videosequenz, wenn sie nicht gestellt ist, dann gefällt mir das ganz gut. Und das ist eben das, was man mindestens machen kann. Ne? Also man kann eben zureden, man kann Körperkontakt aufnehmen. Ja, und ins Gespräch kommen, das kann ja auch dann helfen. Das lenkt dann auch noch ein bisschen ab. Ne? Ablenkung ist ja ohnehin auch eine Geschichte. Film gucken, Noise Cancelling, Kopfhörer, damit man diese Geräusche eben aus dem Kopf bekommt. Du hattest noch einen Punkt mit Wackeln. Wahrscheinlich dein Lieblingspunkt. Ja, also es ist auch aus diesem Video von der Flugbegleiterin, die eben auch gesagt hat, wo wackelt es denn eigentlich am meisten? Man kennt das ja auch beim Schiff auf einer Kreuzfahrt. Ne, wo ist da am wenigsten Bewegung? Da ist es, glaube ich, in der Mitte des Schiffs, hat man eben am wenigsten Seegang. Flugzeug würde man vielleicht auch vermuten, da über den Tragflächen, da auf der Höhe. Aber tatsächlich wackelt es am wenigsten vorne, also da, wo die teuersten Plätze sind. Aber auch die schönsten Plätze und man kann sie ja mit Meilen buchen, damit wir dann wieder ein bisschen zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und warum du immer vorne sitzt, Kai. Ja, vielleicht habe ich deshalb auch keine Flugangst, weil ich das Glück habe. Es ist, glaube ich, auch nochmal was anderes tatsächlich. Vielleicht bilde ich mir das ein. Aber ich glaube, Flugangst in der Economy ist nochmal um einiges schlimmer als Flugangst in der Business Class. Weil einem zumindest dieses Gefühl von Eingeengtheit oder jetzt bekommen irgendwie alle mit, dass ich hier gerade austicke. Das hat man in der Business Class ein bisschen 100%ig weniger. Ich glaube ich auch. Auch die Chance, dass du Service holen kannst, ist natürlich in der Business Class oder in der First Class erst recht viel höher, als wenn du irgendwo im Schlafsaal sitzt. Genau. Und. Da kommt Verschiedenes auch wieder zusammen. Also wenn ich nochmal zwischen L.A. und Hawaii fliege, dann werde ich das auf jeden Fall sagen, weil 5 Stunden nur Wasser ohne Landemöglichkeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das ohne Angst hinkriege. Ja, wir haben noch ein paar Fragen. Eine Frequently Asked Questions Sektion. Lass uns die FAQ noch kurz durchgehen. Ja. Eine FAQ zum Thema Reality Check. Was passiert, wenn
bla. Kai, was passiert beim Blitzeinschlag? Ist das wie im Cabrio oder ist das... Genau, naja, im Cabrio bin ich mir nicht sicher. Das Cabrio ist es ja immer wichtig, dass es ein geschlossenes Fahrzeug ist. Der sogenannte faradäische Käfig. Ja, im Cabrio ist das nicht gut. Da gibt es keinen Käfig. Aber dieser sogenannte faradäische Käfig, weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Man weiß ja, wenn Blitz in ein Auto einschlägt, also wenn es kein Cabrio ist, sondern ein komplett geschlossenes Auto, passierte gar nichts. Und so ist das eben beim Flugzeug auch. Das ist mir übrigens auch schon mal passiert. Rückflug aus Kanada nach Deutschland. Im Landeanflug auf Frankfurt schlug der Blitz ein. Hat ganz schön gerumst und dachte, oh Gott, wir sind abgeschossen worden. Kam sofort die Durchsage, ja, ist ein Blitz eingeschlagen, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ne? Wir sind ja hier in einem faradäischen Käfig. Aha, wir sind in einem Käfig. Und also das ist... von wegen Angst. Ja, ja. Blitzeinschlag ist ungefährlich. Rumpelt ein bisschen. Es kann mal sein, dass ein, zwei Instrumente ausfallen, aber da ja Flugzeug immer alles doppelt und dreifach vorhanden ist und sein muss, ist das ungefährlich. Dann, was ist mit Turbulenzen? Hatten wir jetzt auch erst Singapore Airlines, erinnere ich. Ich meine, am 20. Mai kann das sein, wo es richtig viele Verletzte gab und einen Toten, wobei man da nicht genau weiß, ob das in engem Zusammenhang steht. Aber ja, es war ziemlich dramatisch und das waren einfach Turbulenzen aus heiterem Himmel, Luftlöcher, wo plötzlich der Druck oder der Unterdruck unter dem Flugzeug, oder ich kenne mich da auch nicht genau aus, nachgelassen hat und das Flugzeug dann mal für einen Moment absackt. Genau, 50 Meter hieß es bei Singapore Airlines. Das ist schon eine verfluchte Menge. Da haust du den Magen schon mal an die Kinnlade. Ja, ja, und wenn du nicht angeschnallt bist, dann geht der Magen halt mit dir zusammen oben an die Flugzeugdecke und da bleibst du auch eine Weile hängen. Also die gute Nachricht ist, Turbulenzen können ein Flugzeug nicht abstürzen lassen. Das gilt als gesichert. Und ich glaube, der letzte Flugzeugabsturz, der durch eine Turbulenz hervorgerufen wurde, ist über 50 Jahre her. Da waren noch ganz andere Flugzeugmodelle in der Luft und das ist heutzutage ausgeschlossen. Ich glaube auch, je größer das Flugzeug ist, desto geringer ist sowieso die Chance, genau, dass du davon was mitkriegst. Das hatte ich der Susanne ja auch erzählt. Es ist ein Unterschied, ob man eben in einem A319 so ein bisschen Wind unter den Segeln hat. Die Kiste, die bleiert dann so ein bisschen hin und her, oder in einem A380. Das Ding liegt wie ein Stein in der Luft. Oder in einer kleinen, viersitzigen Cessna. Mein Vater hatte sich in den Kopf gesetzt, den Pilotenschein zu machen. Und wir mussten da als Kinder einige Male mitfliegen. Und das war schon spannend. Also ich behaupte, also wenn ich es recht überlege, wahrscheinlich haben mir diese Abenteuer die Flugangst ausgetrieben. Weil in so einer kleinen Cessna, die praktisch wie ein Auto mit zwei Flügeln, da kriegst du halt alles hautnah mit. Also da ist nichts mit Jet-Feeling und so weiter. Da ist der Propeller vorne und so weiter. Das ist alles richtig ein physisches Erlebnis. Ja. Es ist toll. Also wenn man mal die Angst davor verloren hat, ist es einfach vielleicht das ursprüngliche Fliegen oder ich weiß nicht, ist toll. Aber ich glaube, für einen Flugängstlichen der blanke Horror. Genau, also je kleiner das Flugzeug, desto mehr bist du eben so den Winden und der Natur ausgesetzt und dann kann es schon mal rumpeln. Aber abstürzen tut, glaube ich, selbst die Cessna nicht. Die sind alle so konstruiert. Die sind dafür gebaut, sich in der Luft zu bewegen. Und dann wird natürlich auch darauf geachtet, dass das, was in der Luft passiert, nämlich dass auch mal Luft von links und rechts kommen kann, dass das dem Flugzeug eben nichts anhaben kann. Deshalb, die Gefahr ist bei der Geschichte eben, dass man sich an Bord verletzt, weil man nicht angeschnallt ist. Deshalb die Aufforderung, sich auch dann anzuschnallen, wenn die Anschnallzeichen eigentlich erloschen sind. Ja, und was ist beim Notfall über den Atlantik? Wir hatten die Susanne schon, der Flug nach Hawaii. Was passiert beim Notfall über dem Atlantik? Oder in dem Fall ist es, glaube ich, nicht der Atlantik, sondern das müsste der eigentlich der Pazifik sein. Ja, ja. Die Chance ist 50-50. Ist aber auch Wasser. Es ist genauso hart. Ich fühle mich blöderweise auch sicherer, wenn ich über Land fliege. Das ist aber eigentlich ja Bullshit. Also ist ja völlig egal, ob du auf Land oder auf Wasser runterkommst, oder? Der Aufprall ist am Ende ähnlich hart. Im Wasser ist er vielleicht ein bisschen weicher, aber du säufst dann halt eben ab im Zweifel. Ne? Es gibt bestimmte Regeln und auch Zertifizierungen für Flugzeuge. Dieses sogenannte ETOPS heißt das. Früher war es so, dass Flugzeuge immer in einer bestimmten Entfernung zu dem nächsten Flughafen sich bewegen mussten. Das hat dann dazu geführt, dass eine Reiseroute statt so, dann mitunter eben auch mal so war, weil eben da oben noch wieder ein Verkehrsflughafen war, wo man im Notfall dann hätte notlanden können. Und dann hat man gesagt, die Flugzeuge heutzutage und vor allen Dingen die Triebwerke, die sind so leistungsstark, dass selbst wenn mal eins ausfällt, ein Kapitän hat übrigens ja auch bei YouTube gesagt, dass man das gar nicht merkt als Passagier. Wenn ein Triebwerk ausfällt, das bekommt man in der Regel gar nicht mit, weil das Flugzeug ganz normal weiterfliegt erstmal. Das macht man natürlich dann trotzdem nicht über den gesamten Atlantik, ne, sondern man nimmt dann eben Kurs auf den nächsten Verkehrsflughafen. Und auch im Atlantik gibt es kleine Inseln. Es gibt US-Militärbasen, die sind voll ausgelegt für Großraumflugzeuge. Es gibt nur wenige Orte auf der Erde oder wenige Routen, sage ich mal so.
Es gibt wenige Routen, die stundenlang immer nur über Wasser führen. Das ist relativ selten. Tatsächlich ist wohl die Strecke nach Hawaii, die ja immer in 5 Stunden dauert, da ist man eben dann an den Grenzen der Belastbarkeit. Ne? Also weil mindestens im schlechtesten Fall hast du 2,5 Stunden entweder zurück oder eben voraus und 2,5 Stunden muss dann eben das Flugzeug im Zweifel mit einem Triebwerk weiterfliegen können. Das war die Horrorsituation von Susanne, wenn ich mich recht erinnere. Da wurde nach 2,5 Stunden verkündet, wir haben irgendein Problem und es ist ein bisschen kürzer, wenn wir zurückfliegen, als dass wir weiterfliegen. Aber das ist für einen Flugangstdisponierten natürlich dann das ist, kurz vorm GAU. Das Mist, ja. Ja, also, aber es ist Hawaii. Fliegt ja nicht jeden Tag nach Hawaii. Ich habe mir in der Vorbereitung hier auf die Folge nochmal so Flugrouten über den Pazifik angeguckt. Zum Beispiel der längste Flug der Welt, ne, von Singapur nach New York mit Singapore Airlines. Mhm. Die fliegen, wenn du dir die Flugroute anguckst, die fliegen immer an der Küste entlang. Es ist ja ohnehin so, dass wenn du auf einer Karte, die kürzeste Strecke ist ja nicht immer die tatsächlich kürzeste Strecke, denn die Erde ist ja keine Scheibe, sondern eine Kugel und deshalb führt der kürzeste Weg über eine Kugel eben oft über eine ganz andere, das sieht viel, viel länger auf einer Karte aus, als es dann eben tatsächlich in Kilometern ist. Mhm. Deshalb fliegt Singapore Airlines eben tatsächlich immer irgendeine Küste in der Nähe. Über Alaska fliegen die. Also es wird dafür gesorgt in der Regel, dass ITOPS-zertifizierten Flugzeuge immer noch ihre Range einhalten, also die Entfernung, die sie zum nächsten Verkehrsflughafen haben dürfen, die darf eben auch nicht überschritten werden. Und das wird bei der Flugplanung im Voraus neben vielen anderen Sachen, wie eben Wetterbedingungen und so, wird das eben auch immer eingehalten. Ich glaube, der A350 hat die längste Range, die man haben darf, darf die weiteste Entfernung zum nächsten Verkehrsflughafen haben, weil die einfach die sichersten Triebwerke haben. Das wird eingehalten, da kann man sich also drauf verlassen. Und was passiert, wenn das Fahrwerk nicht ausfährt bei der Landung? Da gibt es ja spektakuläre Videos auf YouTube zu sehen. Auch da, das ist doppelt, ich habe das auch nachgelesen extra, weil das auch so eine Geschichte war, vor der ich irgendwie immer Angst habe, was passiert denn, wenn die blöde Klappe, aus der dann das Fahrwerk ausfährt, wenn die irgendwie arretiert, wenn das Ding nicht aufgeht. Ja, kommt wohl auch vor. Da gibt es 3 oder 4 Mechanismen, diese Klappe aufzubekommen. Dann habe ich gedacht, okay, dann ist die Klappe auf, aber was passiert denn, wenn das Ding einfach, wenn die Rollen halt nicht runterfallen? Tatsächlich ist es so, wenn die Klappe erstmal auf ist, dann fällt das Ding durch das Eigengewicht raus. Also selbst wenn das eben nicht funktioniert, die Hydraulik, die das Ding so runter bewegt, dann fällt das eben, das wird wahrscheinlich ein bisschen ruckeln mal, weil das ja eben eine Tonne wiegt, aber fällt raus und arretiert. Also das ist wohl offensichtlich so konstruiert, dass wenn man die Klappe aufbekommt, dann geht das Ding irgendwie auch raus und dann ist es auch, arretiert es auch. Gerade nach Corona sind ja viele Flugzeuge, mussten vom Flugzeugfriedhof in Teruel wieder überführt werden und dann sind oft diese Überführungsflüge eben nicht oder sind mit ausgefahren im Fahrwerk durchgeführt worden. Warum? Weil eben die Technik in Teruel nicht ausreicht zu klären, ob das Fahrwerk, ob das jetzt alles funktioniert. Wenn man beim Abflug denn das Fahrwerk einfährt, dann haben die nicht die Sicherheit, weil das eben nicht gecheckt werden kann in Teruel, dass das Ding auch wieder ausfährt, wenn es landen soll. Deshalb wurden diese Überführungsflüge immer mit ausgefahrenem Fahrwerk gemacht. Übrigens auch Global Airlines, die haben jetzt ja ihren ersten A380 überführt von der Mojave-Wüste in den USA nach Schottland, nach Glasgow und sind die ganze weite Strecke mit ausgefahrenem Fahrwerk geflogen. Kostet Unmengen an Kerosin, aber ist dann eben in dem Fall sicherer. Aber das gilt eben nur für Überführungs. Ja. Fliegen ist immer noch nicht meine Komfortzone. Und im Moment ist es so, dass ich mich manchmal reinsetzen kann und keine Angst habe. Ich weiß gar nicht, ob ich dann dissoziiere oder was das ist, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass ich mich in den Flieger setzen kann und beim Starten und Landen keine Angst habe und Luftlöcher mich unwohl fühlen lassen, aber mir trotzdem erklären kann, woher die kommen und dass das keine sind, insbesondere nicht, wenn man innereuropäisch fliegt oder so, die gefährlich sind. Also Kai, ich fand es super spannend. War für uns auch mal jetzt Gelegenheit, da was wir wissen und was wir recherchieren können, völlig dilettantisch. Wie gesagt, der Disclaimer gilt immer noch bis zum Ende dieser Folge. Wir sind keine Experten, wir dilettieren uns da durchs Thema, aber wir sind eben auch ganz normale Flieger und FliegerInnen alle zusammen. Und natürlich beschäftigt uns mehr oder weniger dieses Thema Flugangst. Und ich fand es wirklich spannend, sich da mal zusammenzusetzen und das mal so überzufliegen. Wir haben jetzt bestimmt nur angesprochen, was alles zum Thema gehört und vertiefen das auch, wenn ihr Interesse habt. Gerne bei nächster Gelegenheit meldet euch. Wir haben es angesprochen, die Kommentare. Kommentieren ist kostenlos. Ihr könnt jetzt auch kostenlos E-Mails schreiben an mail@truemilespodcast.de. Wenn ihr schon Mitglied seid, könnt ihr uns gerne auch an premium@truemilespodcast.de schreiben. Ja, und Kai, dann machen wir jetzt die Tür zu. Eigentlich bin ich gerade erst warm geredet. Ich muss mich jetzt zusammenreißen, dass ich einen Punkt mache. Dann machen wir einen Punkt.
Ja, machen wir mal einen Punkt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören mal wieder. Alles Gute, alle Grüße, ciao, ciao und tschüss Kai. Tschüss.